Hey und ganz herzlich willkommen zu dieser Postfolge. Die letzte ist wieder sehr lange her. Ich glaube, das ist auch immer meine Anmut. Deswegen fangen wir wie immer direkt an. Ganz unten. Und zwar mit der Julia oder Julia Pearl Song. Huhu mich, ich liebe dich so sehr, du bist die Beste. Immer wenn ich deine Videos gucke, ist der Tag gerettet. Hab dich schon mehrmals getroffen und es war immer wundervoll. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Könntest du mich grüßen? Ich grüße die Julia Pearl Song. Mach immer weiter so. Liebe Grüße, Julia. Vielen lieben Dank, das ist super lieb von dir. So, Alexis Sparrow Data. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht so oft meinen Hund im Hintergrund. Jedoch schläft sie gerade in meinem Bett und ist sehr, sehr geschillt. Huhu Mei, erstmal, oh mein Gott, der Brief ist durchgekommen. Ich liebe deine Videos, du hast eine so beruhigende Stimme. Immer wenn ich traurig bin, gucke ich deine Videos. Oh. Ich grüße die Julia Person, die wir eben hatten. Mia McMoon, Brooklyn Dream Flower und die Alexa Sparrow Daughter. Liebe Grüße, Alex. Dankeschön, Alex. Super lieb von dir. So, Lily Kinghaven. Hey May, ich bin so glücklich, dass ich dich getroffen habe. Du bist einfach die Beste. Du und Kim seid einfach so witzig. Ich muss immer lachen. Ja, Kim ist schon die Beste. Es wäre so toll, wenn du mich im nächsten Video grüßen könntest. Ich grüße die Lily Kinghaven. Liebe Grüße, Lily. Dankeschön, Lily. Super lieb. No, dein Postfach ist voll. Ich würde dich sehr, sehr bitten, wenn du es fürs nächste Mal leerst, damit ich dir noch einen Brief zurückschicken kann. Johanna Eisfeier, hey May, ich bin dein größter Fan und liebe deine Videos. Jetzt ein paar Fragen. Lusitano oder Araber? Dein Lusitano finde ich dann schöner. Dinotal oder wahrscheinlich nur Höquist oder Nimmers Hochland? Ich finde das Dinotal eigentlich echt schön, wenn man ein schnelles Pferd hat. Also Dinotal. Trakehner oder Remake von den Andalusiern? Ich finde den Trakehner ehrlich gesagt schöner. Ah, wir haben doch kein Remake von den Andalusiern, oder? Also ich finde den Trakehner eigentlich schöner, nur der Trab ist halt nicht so meins. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim SSO-Spielen. Deine Johanna. Vielen, vielen Dank, Johanna. Ich wünsche euch natürlich auch ganz viel Spaß beim Star-Stable-Spielen. Das ist manchmal, also mir ist öfters langweilig, weil ich halt schon Level 21 bin und kaum noch was zu tun habe. Ich habe nur noch eine Fischquest, was ziemlich doof ist. Chloe Birchgale. Oh mein Gott, ich habe es endlich geschafft. Ich wollte nur sagen, beste YouTuberin forever. Bin auf einem anderen Server. Also ich bin momentan wieder auf Server 4. Gestern war ich auf Server 3 und auf Server 2. Also ich bin nicht mehr auf Server 1. Ich wechsle jetzt wieder auf den anderen herum. Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Bei deinen Kommis bin ich Lena, Chloe. Ein paar Fragen. Bist du ein Unicorn? Diese Frage finde ich ehrlich gesagt total seltsam. Ich denke, jeder, der es sein möchte, ist ein Unicorn. Ich habe Unicorn-Schuhe, vielleicht bin ich eins, ich habe keine Ahnung. Wer ist deine Lieblings-YouTuberin? Ich habe eigentlich momentan gar keine Lieblings-YouTuberin. Oder YouTuber. Ich schaue einige sehr gerne, aber direkt Lieblings-YouTuber habe ich jetzt nicht unbedingt. Und vielen Dank für dein Herz, Em. So. Aber meine Freunde, das sind meine Lieblings-YouTuber. Ginny Serpentine. Hey Mandy. Du bist eine sehr tolle YouTuberin. Sorry wegen den X. Ich mag dich sehr. Ich habe ein paar Fragen. Was ist deine Lieblingsrasse? Ich finde das Pferd eigentlich ganz schön, den Trakehner und den Connemara. Welches Pferd in SSU reitest du am häufigsten? Das, was ich level. Also, wenn ein Pferd bei mir ausgelevelt ist, dann reite ich es nur noch für Championate, weil sonst reite ich immer nur die, die ich wirklich zum Level nehme, weil sonst komme ich da nie zu. Was ist dein Lieblingsort in SSU? Ich habe viele Lieblingsorte. Ich mag eigentlich alles in SSU. Außer Golden Hills. Also, man kann mich überall gut antreffen. Liebe Grüße, Jenny. Liebe Grüße zurück. Und vielen lieben Dank für deinen Brief. Rebecca McKinn. Hey,
Hey May, du bist mein Vorbild. Ich liebe deine Stimme, sie ist so ruhig und schön. Bitte hör niemals auf mit YouTube und SSO. Kannst du bitte diese Fragen beantworten? Na klar. Was ist dein Lieblingspferd in deinem Stall? Der Trakehner, das Fjordpferd und mein Connemara. Wohnst du in Bayern? Nein, ich wohne in Niedersachsen. Oder ich lebe in Niedersachsen. Kommst du mal auf Cloudy Rock? Bestimmt. Ich grüße die Rebecca McKinn, die Red Singers und die Lynn. Hoffe, du konntest meinen Brief vorlesen und die Fragen beantworten. Hab dich lieb, liebe Grüße, Rebecca. Ich hab dich auch lieb. Vielen Dank für deinen Brief, Rebecca. So, Delilah Rose Cake. Ja, moin. Hey, May, ich bin ich mal wieder. Aber ich glaube, es ist schon wieder ein paar Monate vergangen. Ja, das kann gut sein. Das tut mir so leid. Auf welchem Server bist du denn gerade unterwegs? Auf Server 4. Und wollte dich noch fragen, ob du die Olive Smooth Speed Olive Plays noch kennst. Ja, kenne ich. APS, ich liebe deine Videos natürlich immer noch. Oh, das freut mich sehr. Und ja, mach einfach weiter so. Warte. Du bist die Beste. Liebe Grüße, Deli Seli. Vielen Dank, Deli, für deinen Brief. Mia Starcraft. Hey May, ich würde dich mega gern treffen. Ihr könnt mich eigentlich immer treffen und ihr könnt mich auch immer fragen, ob wir was machen können. Nur wenn ich keine Zeit habe, dann müsst ihr das bitte akzeptieren. Aber ich bin eigentlich von Server 2 bis Server 9 auf allen mal unterwegs. Also ich denke, ihr werdet mich alle mal treffen. Ich schreibe auch viel im Global Chat, von daher ist das gar nicht so schwer. Naja, ich habe dich ja schon mal getroffen, aber damals hatten wir beide Chatsperre. Das kann gut sein. Ich hatte einmal Chatsperre und ich fand das so langweilig in diesem Moment, in diesen 5 Tagen. Ich habe, glaube ich, nur Spanner geschrieben, aus Spaß, und das wurde anscheinend ziemlich hoch gewertet von Star Stable. Deswegen schreibe ich es auch nie wieder. Vielleicht erinnerst du dich ja noch. Ich glaube schon, das war in Silverglade. Bitte hör nie auf mit YouTube. Du bist meine Lieblings-YouTuberin. Vielleicht kannst du mich grüßen. Ich grüße die Mia Starcraft. Vielen, vielen Dank, Mia. Und ja, die Chatsperre ist irgendwie nicht so witzig. Alles da. Oh, Aldi. In der Postfolge öffnen sie uns Aldi traurig. Okay. Hi. Ich habe mir mal überlegt, dir einen Brief zu schreiben. Will Fame werden. Nein, nicht falsch verstehen. Du hast eine tolle Stimme. Und du bist flauschig. Obwohl du bei Edeka arbeitest. Aldi traurig. Ich arbeite schon länger nicht mehr bei Edeka, aber. Ja, Aldi. Alalalala. Okay, was kann ich noch schreiben? Ach, kannst du mich grüßen bei Fame, ne? Ich grüße die Aldi, also LS Silent Moon. Bitte bring mich nicht um. Nein, frag nicht, okay? Ich hatte Langeweile. Ist okay, Aldi, ich verstehe es. Okay, danke für deinen Brief. Johanna Big Goat. Hey May, ich wollte nur sagen, dass du so toll bist. Du machst so tolle Videos, bitte hör niemals mit YouTube auf. Ich weiß nicht, was ich dann machen würde. Du hast eine mega tolle Stimme, die so ruhig ist. Kannst du mich grüßen? Ich grüße die Johanna Big Goat und liebe Grüße zurück von Johanna, okay. PS, können wir mal was machen? Wenn ich Zeit habe und du mich gerade siehst, gerne, sonst ist es eher schwierig. Vielen Dank für deinen Brief. Carlotte Songburn. Hey May, ich liebe deine Videos, du bist so toll. Vielleicht erinnerst du dich an mich. Du hast gelevelt bei der Baroness-Strecke und ich bin dir hinterhergerannt. Du bist die Allerbeste, deine Carlotte. Vielen Dank, Carlotte. Kann sein, aber ich erinnere mich echt selten. Ich mache noch 3 Briefe, also bis zu Carolina. Johanna Bitterdown. I love you so much. Oh, ich hab dich auch lieb, das ist so süß. Dankeschön. Liz Dorfday. Hey, wollte nur mal sagen, dass du eine tolle, ganz tolle YouTuberin bist und eine ganz tolle Stimme hast. PS, kannst du mich, John? Ich grüße John und Ben und die ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Lachen Dreamers. Lachen. Lachende Träumer. Ich sag's mal so. Und ich grüße die lachenden Träumer. Vielen Dank für deinen Brief, Sean. Carolina Suntime.
Oh mein Gott, er ist durch. Himmel, ich wollte dir nur sagen, dass du mega nett und so be eine beruhigende Stimme hast. Vielleicht kannst du dich noch an mich erinnern. Heiß auf YouTube Lotti und Liv. Das hier ist der Account von meiner besten Freundin. Kannst du jemanden grüßen? Ich grüße die Carolina Suntime, Liv Loudrider, Carlotte Blueberry Speed, die Summer Dreamers, deine vier Hühner. Oh, ich glaube, du wolltest die alten grüßen. Ich habe mittlerweile ja wieder neue, weil ein Fuchs oder ein Waschbär, glaube ich, vorbeigekommen ist und alle vier mitgenommen hat. Oh, ich war so traurig. Mittlerweile habe ich wieder neue Hühner und die sind wieder ganz zahm. Naja, Calimero, Betty und ihren Hund. Wie bist du auf YouTube gekommen? Ich bin mit einer früheren Freundin auf YouTube gekommen. Wir haben uns dann zusammen einen Kanal erstellt. Okay, das war das Telefon. Ich bin mit einer früheren SSO-Freundin darauf gekommen. Wir haben zusammen einen Kanal erstellt und ich muss mich gerade ein bisschen beeilen, weil ich gleich von meinem Vater abgeholt werde. Ja, irgendwann hat das dann nicht mehr gepasst. Dann habe ich alleine weitergemacht und ja, mit einer Freundin bin ich drauf gekommen. Warum hast du so viele Tiere? So viel ist das gar nicht. Also ein Pferd, na gut, ein Pferd braucht unfassbar viel Arbeit. Mein Hund hat einen Herzfehler, weswegen man nicht so viel mit ihr machen kann. Und sie schnarcht gerade im Hintergrund. Und die Hühner, naja, ich mache manchmal mit den Tricks und fütter sie und gebe denen trinken, aber so viel ist das dann auch nicht. Lieblingspferd in SSO zum dritten Mal beantwortet: das Fjordi, das Connemara und den Trakehner. Hab dich ganz so lieb, Kekse, Lotti und Lev. Vielen, vielen Dank. Lotti und Liv. Und ja, das war's mit der Postfolge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn es jetzt am Ende hin so ein bisschen ja, schnell wurde. Ich muss mich, wie gesagt, ein bisschen beeilen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!